Mein Name ist José Cortijo. Mit El Jarro war ich auf Tour mit der Man Derby Band. Meine erste Percussion-Trommel war eine Conga und das war mit 15. Ich spiele Korg, den Wave Drum, weil ich einfach ganz begeistert bin von den Möglichkeiten von dem Gerät. Es ist für mich nicht ein Instrument, sondern es sind 99 Instrumente, die jeder andere sich spielt. Und das finde ich interessant. Also den Sound Nummer 5, den spiele ich gerne mit Hand und Paukelschlägel. Mit die Hand, weil ich so damit diese Press-Sound, was diese Sound hier enthält, diese Preset, erzeugen kann. Und den Paukelschlägel kann ich damit diese Toms, den Ton verändern. Der reagiert sehr dynamisch. Und hier auf dem Rim haben wir ein ähnliches Snare-Sound. Der Sound Nummer 6 spiele ich gerne mit Rutz. Das gibt einen weicheren Klang. Wir haben hier am Rand eine Mischung von Kaubel und Ton. Ein bisschen melodisch. Die wir auch verändern können mit Drucken auf das Fell. Und wir haben auf das Fell so ähnlich wie Toms Sound. Und dadurch, ja, kann man so verschiedene Grooves spielen. Ich spiele gerne einen Groove, ein bisschen ähnlich à la Mozambique, heißt. Thank you.
Sound Nummer 14, den spiele ich gerne mit diesen kleinen Filzschlägeln. Dieser Sound ist sehr dynamisch. Wir haben hier am Rand so melodische Sounds, die sehr dynamisch rauskommen. Und schon durch Verändern die Schlagstärke verändert sich auch automatisch der Ton. Das tut auch bei mir und glaube ich auch bei jedem Spieler auch einiges so beeinflussen, so, damit man auch damit improvisiert. Auf der Mitte haben wir dann Tom-Sounds, ziemlich Power. Und kann man ja, eigentlich so sehr dynamisch mit diesem Programm arbeiten und solche Grooves in der Form spielen. Wie ein Sechsachtel-Groove zum Beispiel. Also Nummer 20, die Tricky Low Conga. Das ist natürlich nicht, jetzt sage ich, ein 100%iger Conga-Satz, aber man kann sehr ähnlich wie bei einer Conga spielen, auch was die Slaps betrifft. Mit dem Pressen oder am Rand. Wir haben auch einen Shaker. Wie gesagt, ist nicht als jetzt gedacht als Ersatz für die Conga, aber es ist ein sehr interessantes Klang, den ich zum Beispiel persönlich gerne mit den Händen spiele.